Moin hier zum dritten Teil des OLC-Tutorials. Im ersten Teil hatten wir uns ja angeschaut, welche Regeln es im OLC gibt, welche Flugaufgabe wir zu bewerkstelligen haben, um Punkte zu bekommen. Im zweiten Teil ging es dann um die Technik, also wie können wir unsere Flüge mitloggen. Und jetzt im dritten Teil geht es dann darum, wie bekommen wir unsere mitgeloggten Flüge auf den OLC-Server, sodass der uns quasi die Flüge analysiert und Punkte vergeben kann. Und ja, wie das geht, schauen wir uns jetzt am besten mal direkt am PC an. Da kann man es am besten erklären. Ja, jetzt haben wir unsere MicroSD-Karte mit dem PC verbunden und finden folgenden Ordner vor, nämlich den SMGPS-Logger 2 mit einer Versionsnummer dahinter, die uns jetzt nicht weiter interessieren muss. Wir klicken mal direkt in den Ordner rein und sehen dann einen ganzen Wust voller Dateien. Das liegt einfach daran, dass ich viel geflogen bin und der Logger für jeden Flug 2 Dateien anlegt. Und mit Flug meine ich jetzt natürlich noch nicht das Dreieck oder so, sondern wirklich Flug von Start bis Landung. Also 2 Dateien pro Flug, einmal die SMGPS-Konverter-Datei und einmal die für den OLC-Wettbewerb wichtige IGC-Datei. Ich klicke einmal, um es zu zeigen, hier auf die GPS-Konverter-Datei. Dann öffnet sich die schon im letzten Video angesprochene Software von SM-Modellbau. Hier haben wir schon mal einen kleinen Überblick über unseren Flug. Hier sehen wir die Höhe, ne, von 0 bis 150 Meter, hier auch mal über 200 Meter. Und von Start quasi bis Landung. Wir können uns hier auch den Motorsensor nochmal anschauen. Sehen immer hier bei den roten Balken, in der Zeit war der Motor an. Und sehen also, hier war der Motor an, die Höhe abgeglitten, Motor wieder an, Höhe abgeglitten, also keine Thermik. Hier war vielleicht mal so ein kleiner Nullschieber, aber ein besonders toller Flug war das jetzt nicht. Aber macht nichts für unser Beispiel. Wir gehen hier jetzt erstmal wieder raus. Auf dieses Tool gehe ich in einem anderen Video nochmal genauer ein. Für uns wichtig ist ja jetzt erstmal die IGC-Datei. Die wollen wir jetzt endlich auf den OLC-Server hochladen. Ja, um unsere Datei jetzt hochzuladen, öffnen wir mal einen beliebigen Browser, gehen auf die offizielle Webseite vom Online-Contest, das ist onlinecontest.org, und sehen dann hier erstmal, dass wir uns in der Segelflugszene bewegen. Wir wollen ja natürlich ins Model Gliding, das heißt, da gehen wir erstmal hin, können auch die Sprache mal auf Deutsch umstellen. Jetzt gibt es auch noch eine Menge zu der Website zu sagen, da komme ich später drauf. Als allererstes mal wollen wir ja nun endlich unseren Flug uns ansehen. Dafür müssen wir uns, wie es halt immer so ist, erst einmal anmelden. Das ist jetzt hier ein bisschen versteckt, ehrlich gesagt. Wir haben ja jetzt hier noch keinen Benutzernamen und kein Passwort, deswegen lassen wir das leer, klicken hier auf OK. Und finden dann hier unten den Punkt, du bist noch nicht registriert, und drücken dann hier auf Registrieren. Ja, ich denke, das ist jetzt eigentlich alles selbsterklärend, wie man das im Internet halt mittlerweile so kennt. Müsst ihr euch hier einmal anmelden, bekommt dann eine E-Mail, und ja, das ist jetzt erstmal nichts Neues. So, nach dem Einloggen sind wir jetzt wieder auf der Startseite gelandet. Und um unseren Flug jetzt hochzuladen, gehen wir auf Flugmeldung. Wählen hier unter Choose-File unsere IGC-Datei aus. Ich nehme jetzt einfach irgendeine von meinen Dateien und gehen auf Upload. Das geht in der Regel auch relativ flott. Und wenn wir dann in diesem Feld gelandet sind, sehen wir hier als erstes eine Warnung, dass ich die Meldezeiträume verpasst habe. Das liegt einfach daran, dass der Flug schon lange in der Vergangenheit liegt und ich den jetzt nicht mehr hochladen oder zumindest keine Punkte mehr bekommen kann. Das soll uns jetzt nicht weiter interessieren. Wenn ihr einen aktuellen Flug habt, dann kommt das hier natürlich nicht. So, jetzt sehen wir hier als allererstes mal unseren Flug so ein bisschen als Diagramm dargestellt. Und automatisch hat er jetzt ja hier sich ein der Wertungsflüge rausgesucht und blau markiert. Also er sucht sich erstmal automatisch den längsten Flug raus. Das können wir aber gleich noch ändern. Wir sehen jetzt hier wieder die orangen
Kästchen, das ist so ähnlich wie eben in der Konverter-Software von SM-Modellbau. Das sind unsere Motoreinphasen. Und da wir ja nun wissen, dass jeder Wertungsflug nach der Motoreinphase beginnt und mit der nächsten Motoreinphase endet, wissen wir also, das ist jeweils ein Wertungsflug hier. Jetzt können wir bei der Datei natürlich schon absehen, dass wir hier keine Punkte holen werden, weil es war nicht einmal Thermik. Macht aber nichts. Als Beispiel geht das auch so erstmal. Ich kann jetzt hier meine Flugabschnitte ändern. Ich habe ja insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Flüge und die finde ich auch hier wieder. Wenn ich jetzt also den zweiten Flug hier auswählen möchte, nehme ich den zweiten, gehe auf Neu laden und dann sehen wir, hat er den zweiten hier blau markiert. Gut, wir wollen jetzt aber uns den dritten angucken, wie er vorgeschlagen hat. Gehe ich also auf Neu laden. Ich kann übrigens auch dann natürlich aus einem so einem aufgezeichneten Flug dann mehrere später einzeln hochladen, weil ich lade jetzt immer nur diesen einen Wertungsflug hoch. Kann dann aber die Datei nochmal nehmen und dann den nächsten Flug auch noch hochladen. Das ist also kein Problem. Genau, dann Beginn und Ende, das können wir in dem Fall so lassen, weil wir haben ja mit dem Motorsensor hier schon eine sehr genaue Erkennung, wann Wertungsbeginn und wann Wertungsende ist. Dann wählen wir hier die Herstellerklasse aus. In meinem Fall war das jetzt ein 4-Meter-Modell Scale. Daraus ergibt sich dann später der Index und die Berechnungsformel quasi für ja, unsere Punktzahl, die wir am Ende bekommen. Dann der Typ, das war einfach eine ASW 27. Kennzeichen und Wettbewerbskennzeichen, das ist jetzt auch nichts, was wir hier irgendwie eingeben müssen. Ich habe es halt mal gemacht. Das hat er jetzt schon übernommen, weil ich das in den Einstellungen, wie beim letzten Video erklärt, in der SM-Converter-Software schon so eingestellt habe. Aber wie gesagt, das ist nichts, was wir machen müssen. Ja, und dann könnte ich hier noch einen Kommentar eingeben. Irgendwas zu dem Tag, wie das Wetter war oder was auch immer. Mache ich jetzt hier nicht und gehe einfach auf Speichern. Und dann landen wir auf dieser Seite. Jetzt sehen wir hier schon ja, unseren Flug, wie er mitgetrackt wurde. Die blaue Linie hier, das ist jetzt quasi der eine Wertungsflug, den wir eben ausgewählt haben. Er holt sich auch alle anderen des Gesamtfluges hier noch rein, aber der blaue ist halt der, den wir eben auch ausgewählt haben, der Zeitraum. So, was wir jetzt auch sehen, hier steht überall irgendwie noch 0 und außerdem ist hier unten diese IGC-Datei noch in Bearbeitung. Das sieht man, wenn man mit dem Mauszeiger darüber fährt. Und der Flug ist noch in der Warteschleife. Das liegt einfach daran, dass der OLC-Server jetzt im Hintergrund den Flug analysiert und guckt, ob er in diesem ganzen Wust an Aufzeichnung gültige Dreiecke findet. Das geht in der Regel sehr schnell. Spätestens nach einem Kaffee ist das soweit. Wir können einfach mal hier oben auf Aktualisieren drücken in unserem Browser und sehen, aha, jetzt hat sich das hier geändert. IGC-Datei ist valid, also ja, validiert. Wir haben also eine gültige Datei und der Flug wurde berechnet. Wir sehen aber immer noch Punkte des Fluges 0. Das hatten wir uns ja vorher schon gedacht. Wir hatten halt keine Thermik. Aber um jetzt weiterzumachen, lade ich jetzt mal schnell einen Flug, der Punkte gebracht hat. So, um einen älteren Flug zu laden, können wir hier oben einfach auf unser Profil gehen dann auf Mein Flugbuch und sehen dann hier nochmal alle Flüge, die wir jemals hochgeladen haben. Ich picke mir jetzt hier einfach mal einen aus von 2021. Wir könnten hier das Jahr dann auch noch ändern und in die Vergangenheit gucken. Also ich nehme jetzt mal einen Flug von letztem Jahr, gehe dazu hier hinten auf dieses kleine i für Info und dann haben wir den Flug von letztem Jahr vom 7.6. geladen und sehen hier im Vergleich zu dem, den wir eben hochgeladen haben, dass es zumindest ein paar Punkte gab, 5,91 Punkte, um genau zu sein. Und was ich immer als allererstes mache, wenn ich einen neuen Flug hochgeladen habe und sehe, ah, er hat Punkte gebracht, ich scroll mal einmal nach unten und gucke in der Kommentarspalte ganz unten der Seite, wie viele Runden
ich denn gültig geflogen bin, und das sind in dem Fall 3. So, dann scrollen wir wieder nach oben und gucken uns dann jetzt hier noch ein paar Details an. Ja, was als erstes natürlich ins Auge sticht, ist dieses rote Dreieck auf dem Satellitenbild. Das ist das vom OLC-Server erkannte beste Dreieck in dem Wertungsflug. Ich bin ja drei gültige Dreiecke geflogen, wie wir eben unten gesehen haben, und markieren tut er hier einfach mal das Beste. So. Dann haben wir hier die schwarze Linie, hatte ich eingangs schon erwähnt. Das ist einfach, das ist quasi vor meinem Wertungsflug und eventuell auch noch nach dem Wertungsflug. Was jetzt hier in der Wertung drin ist, ist einfach die blaue Linie. Also alles, was hier blau markiert ist, das ja, in dem Zeitraum bin ich diese drei gewerteten Dreiecke geflogen. Wir können hier unten auch noch mal mit dem Mauszeiger rüber gehen, einfach rüberfahren. Dann sieht man, ab hier wird ja diese Linie blau, dunkelblau, und ab hier beginnt der Wertungsflug. Und dann, wenn wir sie hier so ganz langsam abfahren, dann sehen wir, ja, hier bin ich anscheinend thermik gekreist, bin dann hier thermik gekreist und bin dann halt so hier meine Dreiecke geflogen. Kann man eigentlich sehr schön sehen. Die sind nicht alle gültig, wie gesagt, nur drei davon. Und das Beste markiert er hier. Er markiert es übrigens auch hier unten nochmal. Hier sieht man so drei rote Punkte. Das sind einfach die drei Wegpunkte des besten Dreieckes in dem Flug. Ja, was sehen wir noch auf der Seite? Wir haben hier einmal die sogenannte Story. Wenn wir hier mit dem Mauszeiger rüberfahren und mal rechts auf das Satellitenbild gucken, dann sehen wir schon, verändern sich die Punkte. Das sind einfach nochmal so markante Punkte. Wertungsanfang ist also der Punkt, wo ich den Motor ausgeschaltet habe. Wertungsende, da habe ich den Motor dann irgendwann wieder eingeschaltet. Und der Startpunkt, Wegpunkt 1, Wegpunkt 2, 3 und Finish, das bezieht sich jetzt wieder alles auf das beste Dreieck. Da muss man sich am besten mal selber so ein bisschen durchklicken. Was ganz interessant ist, ich bin hier in 208 Meter das Dreieck gestartet und in 220 Meter habe ich es beendet. So soll das ja auch sein. Also ein bisschen höher als beendet als gestartet. Ja, der Flugweg hier, da müsst ihr mal gucken, ob euch diese Daten irgendwas noch bringen. Also hier sieht man zum Beispiel noch die Zeit. Ich bin um 12:41 Uhr mit dem besten Dreieck gestartet und 12:45 Uhr habe ich es beendet. Dann vielleicht noch ein ganz nettes Feature, dass es noch Wetterkarten dann hier gibt von dem jeweiligen Tag. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel mir das Satellitenbild nochmal vom 7. Juni 2021, also dem Tag des Fluges, angucken möchte, kann ich das hier tun und ja, sehe, dass hier oben im Norden gar nicht so schlechtes Wetter war an dem Tag. Ist ein ganz witziges Feature. Ob man das später nochmal braucht, sei dahingestellt. Und in die Statistik kann man dann auch noch mal reingucken. Da kann man sich dann die Wertungsdistanz in Kilometer noch mal angucken, den Prozentanteil, den man gekurbelt ist auf den verschiedenen Legs, also auf den Schenkeln, und mittlere Steigen in Meter pro Sekunde und so weiter. Da muss man sich einfach mal jetzt ein bisschen durchhangeln, was da für einen selber interessant ist. Und dann war es das auch im Groben und Ganzen schon hier auf der Seite. Ich denke, da hat man auch schon viele Informationen verfügbar. Jetzt noch eine Sache, die mir wichtig ist, denn da kann man sich hier so ein bisschen vertun. Der Speed, der hier oben angezeigt wird, diese 6,09 Kilometer pro Stunde, das ist natürlich nicht die Geschwindigkeit oder eine Durchschnittsgeschwindigkeit oder sowas. Ich bin ja nicht mit einem Durchschnitt von 6 km/h geflogen, das wäre ein klein wenig langsam, sondern das ist schon eine Geschwindigkeit oder eine Geschwindigkeitsangabe, die der OLC-Server als Berechnungsgrundlage nimmt oder mit in die Berechnung reinnimmt der Punkte. Ich werde darauf in einem weiteren Video noch mal genauer eingehen, für die, die es ganz genau wissen wollen, wie diese Punkte zustande kommen. Da gibt es eine Formel, und in der Formel heißt es nämlich also die geflogene Geschwindigkeit durch 10. Das ist ein Term quasi der Formel, und das wären hier die 6,09 km/h. Aber wie gesagt, das würde jetzt hier in dem Video ein bisschen weit führen. In die Formel geht auch noch der Index rein und so weiter. Das gucken wir uns nochmal an. Es gibt auch noch eine E-Mail, die wir dann vom OLC-Server bekommen, jedes Mal, wenn wir einen Flug hochgeladen haben, wo
dann auch noch mal sehr genau und detailliert jedes Dreieck angezeigt wird und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht Teil dieses Videos, sondern eines weiteren. Wir sind jetzt erstmal mit der Tutorial-Reihe soweit durch. Wir wissen jetzt, wie wir fliegen müssen, um Punkte zu bekommen. Wir wissen, was wir einsetzen müssen für Technik, welchen GPS-Logger wir nutzen können. Und wir wissen jetzt, wie wir unseren Flug hier auf den OLC-Server kommen und uns dann letzten Endes hier die Punkte ausgeben lassen können. Als letztes möchte ich jetzt noch ganz kurz zeigen, was uns das jetzt eigentlich sagt im Vergleich zu anderen, denn wir haben jetzt hier eine gewisse Punktzahl, das ist schön, aber da können wir erstmal noch nichts mit anfangen. Wir wollen uns ja jetzt mal angucken, was das Ganze wert ist, letzten Endes. Dazu gehen wir hier oben in der Menüleiste in die verschiedenen Wertungen. Wir haben hier einmal eine Long-Distance-Wertung und einmal eine Speed-Wertung. In den Tutorials jetzt bin ich hauptsächlich auf die Speed-Wertung eingegangen. Es gibt noch eine Long-Distance-Wertung, die läuft dann ein bisschen anders. Eure Flüge sind automatisch in beiden Wertungen, die ihr hochladet. Bei der Long-Distance-Wertung ist es so, dass ihr auch 20 und 30 Dreiecke fliegen könnt, wenn ihr wollt. Und da wird dann einfach die Gesamtstrecke genommen und geht dann in die Punktzahl ein. Wir gucken uns jetzt mal die Speed-Wertung an, die wiederum unterteilt ist. Einmal in Normalgelände, was ja hier bei meinem Flug der Fall ist, und einmal hier unten in Hanggelände. Die sind getrennt, was ja auch durchaus Sinn macht. Dann haben wir einmal die Tageswertung, Tageswertung Scale, Champion, das ist nochmal eine Zusammenfassung der besten eurer sechs Flüge und natürlich die der anderen, also die besten sechs Flüge in dem jeweiligen Jahr. Vereinswertung haben wir, bester Flug und so weiter. Da müsst ihr euch einfach mal durchklicken. Wichtig noch hier zu wissen, ihr kommt halt immer in die Tageswertung, auch wenn ihr quasi ein Scale-Modell angegeben habt beim Hochladen. Dann kommt ihr in die Tageswertung und Scale. Wenn ihr kein Scale-Modell habt, kommt ihr nur in die Tageswertung. So, das ist einfach nochmal unterteilt, aber in der Tageswertung seid ihr auf jeden Fall. So auch dieser Flug hier natürlich. Und Tag der Meldung war ja am 7.6. Das heißt, wir gehen mal hier jetzt auf Tageswertung, sind dann jetzt hier schon am 7.6. Wir können uns jedes Datum rückwirkend nochmal wieder anschauen. Genau, wir sind jetzt hier am 7.6. Das ist jetzt hier blöderweise ein schlechtes Beispiel, weil ich war der Einzige, der an dem Tag hier Flüge hochgeladen hat. Ja, deswegen bin ich natürlich auf Platz 1 und 2 mit meinen Flügen. Wenn wir uns jetzt hier mal anschauen, einen anderen Tag, vielleicht einen Sonntag, wo ein paar mehr unterwegs waren, da haben wir hier zum Beispiel 14 Flüge gemeldet am 30.05. letzten Jahres. Da klicken wir einfach mal rauf und sehen, okay, jetzt haben wir hier auch wirklich eine Wertung mit ganz vielen Flügen. Ein paar haben keine Punkte gebracht. Einer hat hier 0,03 Punkte und der Beste 64 Punkte. Ihr könnt euch die Flüge von der in Anführungsstrichen Konkurrenz auch ansehen, indem ihr auch wieder hinten auf Info klickt und dann könnt ihr in die Flüge der jeweiligen Mitstreiter quasi noch mal reingucken. Das ist ja kann sehr interessant sein, denn einige Leute haben ja doch durchaus oder sind in der Lage, sehr viele Punkte zusammenzufliegen und da kann man dann auch ein bisschen draus lernen. Genau. Also, jetzt wisst ihr, wie ihr euch anschaut, wo ihr hier gelistet seid und wie ihr in die Punkte kommt und wo man sich das anschauen kann. Damit soll das Tutorial jetzt auch erstmal beendet sein, damit es nicht zu lang wird. Wie gesagt, ich mache noch ein viertes Video, um nochmal für die ganz Interessierten aufzuzeigen, wie kommen eure Punkte jetzt eigentlich wirklich zustande. Also wie kommen die hier, ups, Entschuldigung, wie kommen die hier auf die 64,69 Punkte? Da gibt es halt eine Formel für und dann gibt es auch nochmal eine E-Mail zu jedem Flug, den ihr hochladet. Und in dieser E-Mail, die wir uns dann da anschauen werden, kann man nochmal sehr genau sehen, für jedes einzelne Dreieck, was ihr geflogen seid, warum es gewertet wurde, warum es vielleicht nicht gewertet wurde. Das schauen wir uns dann da alles an. Ich hoffe jetzt erstmal, dass die ersten drei Videos euch den Einstieg in das Thema ein bisschen erleichtert haben und hoffe, dass wir uns dann im vierten Video wiedersehen.